Hallo und herzlich willkommen auf der On the Hills Map. Mal wieder alleine. Ja, ich dachte mir, starten wir mal ins Wochenende. Samstag heute. Hey ho. Ja, übrigens, wer es nicht mitbekommen hat, Old Farm ist erstmal pausiert. Das hat einfach nur einen Grund. Und der ist nicht so schwerwiegend. Ein bisschen traurig, aber nicht schwerwiegend. Daniel ist ja gerade verhindert. Und dementsprechend warte ich damit weiter aufnehmen auf Daniel. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Lust, zwei Projekte hier Singleplayer weiterzumachen, die eigentlich in den Multiplayer gehören. Und dementsprechend läuft das jetzt halt so. Zumal Daniel auch so, ich sag mal, eher so der Chef ist von Old Farm. Und ich bin dann hier eher mehr so, wenn man das so nennen möchte, der Chef. Und dementsprechend finde ich es ganz gut, wenn wir das so ein bisschen so unterteilen lassen. Aber ich schaue immer, dass Daniel Folgen bekommt für On the Hills, ganz wichtig. Weil ich es einfach auch bei ihm mittlerweile nach ja, fast einem Jahr, wo wir zusammen spielen auf dieser Map hier, schade finden würde für die Leute beim Daniel. Schöne Grüße an euch, wenn wir euch da jetzt auf Entzug setzen würden und Daniel jetzt da in Zwangspause geht. Ja. Da müssen wir jetzt erstmal schauen, wie es weitergeht. Ich habe gerade überlegt, wo stand denn der Drescher? Es war, glaube ich, ja genau, es war hier beim Lohnunternehmen. Gut, wir brauchen nämlich jetzt auf jeden Fall mal Felder mit Stroh. Da gibt es keinen Weg mehr, der daran vorbeiführt. So. Wie habe ich das Schneidewerk denn da hingelegt, ey? Ist ja unglaublich. Kommt doch keiner dran. Oh, 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 oh. Nee, so nicht. Ich muss mal hat einschalten. Vielleicht fahre ich da hinten raus, wenn das denn klappt. Boah. Nee, was habe ich denn da angestellt? Nee, ich glaube, das wird nichts. Können wir höchstens hier versuchen, irgendwie rauszuschieben. So ungefähr. Da hat der Gun wieder Scheiße gebaut. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben hier. Wer kann nicht fahren? Ich. Schreibt mal in die Kommentare, wer von euch ist auch ein schlechter Spieler. Mann, ich mach's jetzt mal mit grober Gewalt. Das ist, glaube ich, schneller als zurückzusetzen. Auch wenn es nicht schöner ist. Aber man muss ja schon sagen, diese Selbstfahrschneidewägen, also die, wo man das Schneidewerk umbauen kann, das ist schon eine ganze Ecke schöner als die guten alten, wo man das Schneidewerk ablegt. Sonnenblumen haben wir ein Feld und dann haben wir hier alles Weizen. Was ist denn da? Roggen drauf auf 6 und 7? Kann das sein? Ja, genau. Und dann haben wir Gerste auf 29 und folgende. Ich würde sagen, wir fangen dann sogar auf 29 an unten. Da haben wir dann nämlich mal sofort ein großes Feld fertig, auf dem wir pressen können. Und dann dementsprechend, was für die Tiere tun können. Was laber ich denn da? Tiere tun können. Ich sollte mich etwas mehr konzentrieren. Ja, ansonsten, wie sieht es gerade so aus? Also wir haben jetzt gerade, ich sage das aktuell ganz gerne, wenn ich im Singleplayer spiele. Wir haben jetzt Donnerstag, ich bin gerade eben von der Arbeit gekommen. Wow! Wie habe ich denn den mitgenommen? Richtig drüber geflippt. Ja, ich bin gerade von der Arbeit gekommen, habe mir gedacht, nimmst du schon mal eine Folge für Samstag auf, weil ich wahrscheinlich morgen, weiß ich noch nicht ganz genau, wie gut ich da wirklich Zeit habe zum Aufnehmen. Und dann machst du lieber eine im Vorrat, anstatt dass am Ende dann keine kommt. Ja, und außerdem müssen wir jetzt gerade mal schauen. Ich werde nachher wahrscheinlich noch eine Stunde, zwei Gumsting spielen, je nachdem wie die Zeit reicht. Ich habe mal wieder richtig Bock auf Gumsting. Schöne kleine Runde. Wir haben jetzt die Schafe in Betrieb genommen, also wir haben unser ein großes Grasfeld gemacht mit der Krone. Komprima, 1,80 Meter Ballen haben wir dafür benutzt. Also eine richtig schicke Sache. Gefällt mir gut, was wir da veranstaltet haben. Und ich freue mich schon darauf, da mehr zu machen. Wir können da hinten gleich, glaube ich, links schon. So.
Und dann können wir nämlich uns hier durchfädeln zum Feld. Wobei das vielleicht gar nicht so schlau ist, in der Ecke hier anzufangen. Naja, wir wollen jetzt erstmal hin. Hier das Feld rechts ist übrigens auch eins, was ich in nächster Zeit vielleicht mal erwerben wollte. Einfach weil wir dann hier nochmal, ja, keine neue Ecke erschließen. Aber wir schließen dann die Felder, die wir haben, schon ganz schön zusammen und haben dann nicht mehr so Lücken dazwischen an Fläche, die uns nicht gehört. Ich glaube, das macht dann auch Sinn, wenn man da mal ein bisschen drauf achtet. Ja. Das ist jetzt natürlich hier ein bisschen blöd. Hier werden wir ein bisschen den Bestand kaputt fahren am Rand. Aber müssen wir jetzt mal durch. Das war ein bisschen unüberlegt von mir, da lang zu fahren. Das ist jetzt eher ein Weg, wo ein Schlepper hinfahren kann. Außerhalb der Erntesaison und nicht für den Drescher am besten noch hier mit großen Schneidewerkswagen dahinter. Das ist natürlich eigentlich Quatsch, was ich hier veranstaltet habe. So. Schneidewerk, genau. Hatte ich mich verklickt. Ich wundere mich gerade, warum das nicht einfährt. Du solltest nicht ernten, wenn die Pflanzen nass sind. Oh, okay, wir müssen spulen. Da haben wir ein kleines Problem. Habe ich gar nicht gesehen, dass der Bestand nass ist. Aber das zeigte mir ja glücklicherweise zumindest oben an. Okay. Der Bestand ist nicht mehr nass. Das ist schon mal gut. Ich habe jetzt mich mal eben eines kleinen Trickes bemüht und hier ein wenig das schnelle Spulen genutzt. Ah komm, wir machen hier direkt die dicke Strohschwart. Dann passt das auch schon mit dem Ladewagen. Eigentlich mittlerweile bei dem 9 Meter Schneidewerk finde ich es nicht mehr ganz so ärgerlich mit dem Vorgewende. Also ich kenne das so, dass teilweise das Vorgewende in echt gehäckselt wird und danach erst auf der eigentlichen Fläche Schwart gelegt wird. Man kann natürlich einfach auch überall Schwart legen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, gerade am Anfang, als wir hier noch den kleinen New Holland hatten und davor noch Oldtimer Mähdrescher, da war einfach immer das Problem, dass wenn du so wenig Arbeitsbreite hast und quasi Schwart an Schwart an Schwart liegt und dann hast du die äußeren drei beim Wenden, da geht dann schon mal Schwart über die Feldränder hinaus irgendwo ins Gras und das sieht einfach nicht so schön aus. Und das war eigentlich der Grund, warum ich mich damals dafür entschieden habe zu sagen, dazu überzugehen, immer das Vorgewende, die äußeren zwei, drei Bahnen zu häckseln. Ich glaube, ich würde bei dem hier wieso auch nur zwei Bahnen Vorgewende machen. Jetzt gerade machen wir dann halt auch im Vorgewende mal Stroh, aber wir fahren trotzdem ein Vorgewende. Das wird sich ja auch immer wieder gewünscht, dass ich mal wieder mehr auf Realismus achte. Es ist bei mir immer so ein bisschen tagesabhängig, habe ich den Eindruck. Manchmal habe ich gerade Bock darauf, realistischer zu spielen. Manchmal spiele ich einfach frei Schnauze. Aber ich sag mal, es geht, glaube ich, noch schlimmer. Also ich bin zum Beispiel keiner, das habe ich mir absolut abgewöhnt, beziehungsweise da war ich eigentlich noch nie so für. Es gibt ja auch viele Leute, die fahren wirklich, wenn sie dann keine Fruchtzerstörung drin haben, permanent auch nur durch die Felder, weil geht ja schneller und so. Da bin ich ja auch nicht so der Freund von. Das ist schon gar nicht so verkehrt, wenn wir hier ein bisschen uns an die Ordnung halten. Ich weiß selber, ich bin kein Profi der Landwirtschaft und das möchte ich auch gar nicht sein. Ich möchte so spielen, wie mir das Spaß macht. Ich versuche dabei nicht allzu chaotisch unterwegs zu sein und dann muss das einfach am Ende passen. Und wenn das dann von der Spielweise her nicht passt, der muss dann leider woanders schauen. Aber ich glaube, wir sind alle alt genug, um zu wissen, was uns gefällt und was nicht. Und dementsprechend kommen wir dann damit klar, denke ich. Ja, geht ganz schön schnell hier voll, der Bunker, muss ich sagen. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Ich dachte, wir kommen locker einmal ums Feld. Aber das sieht gar nicht mal so danach aus, dass wir jetzt hier einmal durchkommen. Dann werde ich jetzt das ein bisschen anders machen. Ich werde jetzt einfach dieselbe Strecke nochmal zurückfahren, anstatt hier die Bahn auf, weil es einfach ein bisschen schöner ist, wenn wir das Rohr natürlich vom Bestand weg haben.
Außerdem haben wir dann hier gleich fertig. Oh, jetzt hatte ich einmal kurz, habt ihr vielleicht gesehen, umgeschaltet auf Häckseln von dem Stroh. Einfach, weil ich nicht wollte, dass da vorne im Gras so viel Stroh liegt. Einmal drauf geklickt und dann lief das ja schon. Jetzt müssen wir auch, ich glaube, das wird schon fast ein Ladewagen sein, was wir hier hingelegt haben. Da könnte man jetzt theoretisch auch sagen, wenn wir schon mal dabei sind, zack, rüber zum Hof, den Leli stark klar gemacht und einmal eingestreut bei unseren Kühen. Also, ich glaube sogar, das machen wir gleich. Da habe ich Bock drauf, ehrlich gesagt. Mal eben einstreuen, wird Zeit für unsere Kühe. So. Wahrscheinlich brauchen wir noch nicht mal einen ganzen Ladewagen bei den Kühen. Nur so, ich sag mal, dass die mal probieren können. Oder, obwohl, da ging ja jetzt immer 20.000, 30.000 rein. Dann sollte das ja eigentlich so passen. So, wir rennen eben rüber. Ich muss sagen, in letzter Zeit, gerade jetzt, wo ich alleine spiele, stört es mich extrem, dass wir kein Teleportieren drauf haben. Weil es ja schon doch eine entscheidende Arbeitserleichterung ist, wenn man mal eben von Maschine zur Maschine springen kann. Ja. Dementsprechend sehen wir mal, wie wir damit weitermachen. Ich denke mal, wenn Daniel wieder da ist und wir auch den einen oder anderen Helfer, wie zum Beispiel Olli, mal wieder dabei haben oder so, dann passt das auch schon wieder, dass man sagt, okay, wir lassen den Teleport drin. Ich spiele ja privat jetzt, okay, ich nenne es so halb privat, auf der Gamsting im Livestream spiele ich ja jetzt auch mit No Teleport. Finde ich eigentlich eine schöne Lösung für mich so. Ja, die Schafe sind aktiv, bringen uns hoffentlich gutes Geld. Die sind auch so glücklich bei uns, da kann man auch ruhig mal das Gatter auflassen, die hauen nicht ab. Ähnlich sieht es bei den Kühen aus. Glückliche Kühe könnt ihr hier begutachten. Also alles wunderbar. Mensch, wenn das nicht mal ein toll laufender Hof ist, dann weiß ich auch nicht. So, da hinten, hoffentlich steht da der Johnny. Ups. Ne, der steht da nicht. Wo haben wir den denn? Wir brauchen nämlich doch schon ein bisschen Leistung vor dem Leli. Wo steht denn der Case? In der BGA oder was? Ach ne, da vorne im Kuhstall wahrscheinlich. Und, oh, der steht auf der Wiese? Hä? Okay. Das verwundert mich jetzt ein bisschen, aber wir nehmen dann einfach den Johnny, der steht eh um die Ecke. Und dann können wir mal den ersten Ladewagen voll machen für unsere Kühe, damit die auch nach wie vor sich glücklich im Stroh wälzen können. So, ich habe zu Beginn der oder zum Ende der letzten Aufnahme noch eben zwei, drei Mischwagen komplett voll mit Silage hier reingehauen. Jetzt sind die Silagetechnik auch bestens versorgt. Was ist denn heute los? Und dementsprechend sind die jetzt für die Verhältnisse, die wir füttern können, auf einem sehr guten Level. Klar, die Mischration fehlt, solange wir noch nicht Stroh drin haben. Das ist dann der nächste Schritt, wenn wir quasi die Grundmittel, die Grundfuttermittel aufgefüllt. Warte mal, ich wollte doch den. Den brauchen wir auch. Den lasse ich mal hier vorne stehen, den Krampe. Weil der muss ja auch noch losgefahren werden. Da denke ich, nehmen wir dann aber den Puma. Und da werden wir dann den Drescher natürlich mit abfahren. So. Heute bin ich so ein kleiner Erklärbär, ne? Irgendwie erzähle ich heute die ganze Zeit, was ich gerade mache und wieso ich das so mache. Aber ist ja auch mal was anderes. Und ja, der eine oder andere wird es wahrscheinlich kennen, weil, ne? Ist ja für die meisten Zuschauer wahrscheinlich LS doch eher ein Spiel, in dem man sich auskennt. Das ist ja eigentlich auch nicht allzu komplex. Ich merke aber manchmal, dass es mittlerweile auch wie zum Beispiel mit Schweinen oder Tieren, je nachdem was für Mods man da noch benutzt mit der ganzen Fütterung, da ist es mittlerweile an einem Punkt angekommen, dass es nicht mehr so wie im Elfer, ich schmeiß da Gras rein, also ich schmeiß da Silage rein, ich schmeiß da Gras rein und das war's. Sondern mittlerweile muss man ja doch an drei, vier Sachen mehr denken. Das kann man im 13er im Endeffekt schon mit dem gemischten Futter. Ja, also, ne, man merkt auf jeden Fall, es hat zugenommen
was die Tiefe angeht. Alle sagen immer, sie wollen mehr Tiefe. Man muss auch anerkennen, dass das Spiel ja auch durchaus in letzter Zeit mehr an Tiefe gewonnen hat. Ja, aber ich würde sagen, das war's dann für diese Folge von der On the Hills Map. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, ciao!